Sie haben sich ja gestern Abend registriert. Herr Steiner, ich bin Ihre Beraterin. Meine Aufgabe ist Ihnen zu helfen, das Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. Ich habe eine andere Frage. Ja, bitte. Warum rufen Sie morgens 30 Mal an? Was machen Sie beruflich? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja. Ich bin Pornodarsteller. Okay. Können Sie mal bitte einmal Ihre Handynummer geben? Nö, meine Handynummer kriegen Sie nicht. Ja, aber Sie müssen das selber bestätigen, Herr Steiner. Ja, aber ich gebe Ihnen dann nicht meine Telefonnummer. Also vom Handy. Sie müssen doch ein SMS bekommen. Hallöchen, da bin ich wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder eine Abzockerin mitgebracht. Naja, ihr könnt es euch schon vorstellen, die wieder an mein Geld will. Und heute habe ich sie wieder schön lange hingehalten, dass sie ihre Zeit mit mir verplempert. Und naja, am Ende hat es dann lediglich an der Handynummer gescheitert, die ich ihr nicht geben wollte. Auch mal ganz interessant. Jakob, ich spreche mit dem Herrn Gerold Steiner. Mhm. Ich grüße Sie, Herr Steiner. Ich melde mich Unternehmen den VC. Bezüglich Ihrer Anmeldung, die Sie auf unsere Werbung gemacht haben, Herr Steiner, für Bitcoin Trading, auf der Seite Random. Nee, nie gehört. Also auf der Seite Random habe ich mich nie angemeldet. Ich kann euch sagen, wo ich mich angemeldet habe. Und zwar bei der Absocker-Seite, die man schon kennt. Und zwar bei der Seite Höhle der Löwen. Krimineller geht's nicht. Also nicht die Höhle der Löwen, sondern die Abzocker, die diese Seite erstellt haben. Und witzigerweise rufen seitdem professionelle Abzocker an. Also zumindest ein bisschen professioneller als die meisten hier. Und das ist schon bedenklich. Und ich habe mich eigentlich nur für ein Ölsystem registriert, wo ich Millionär werden kann. Mich rufen hier aber auf einmal viele neue Callcenter an. Tja. Sie haben sich ja gestern Abend registriert. Herr Steiner, ich bin Ihre Beraterin. Meine Aufgabe ist Ihnen zu helfen, das Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. Ich habe eine andere Frage. Ja, bitte. Warum rufen Sie morgens 30 Mal an? Ich habe Sie, sag mir jetzt genau, nur 5 Mal angerufen, Herr Steiner, ja? Nee, das ist Quatsch, das ist alles die Handynummer, nee, mit der Sie mich anrufen. Herr Steiner, sehen Sie, Sie bekommen ja so viele Anrufe, weil Sie haben sich ja registriert, ja? In der Börse. Das ist alles Ihre Telefonnummer. Ja, ganz genau. Ich bekomme so viele Anrufe, weil ich habe mich bei der Börse registriert. Und das berechtigt gleich dazu, die Leute mich 30 Mal am frühen Morgen anzurufen. Also hier hat tatsächlich das Telefon schon ab 9 Uhr durchgebimmelt. Und zwar im 5-Minuten-Takt. Die Tante hat hier immer und immer und immer und immer und immer wieder angerufen. Höchstwahrscheinlich war es hier der automatische Telefondialer, der die Nummer immer wieder gewählt hat. Ja, aber schon heftig, ne? Also die sind extrem bissig, bis man da endlich am Telefon ist. Und das interessiert die gar nicht, dass man, selbst wenn man, ich meine, auf dem Telefon steht ja, wie oft man angerufen wird und man kann ja auch die Nummer sehen und das interessiert die gar nicht, dass die sich damit ja selbst voll unseriös machen, wenn hier quasi Sturmklingeln passiert. Also selbst wenn ich nicht zu Hause bin, dann gibt denen das doch nicht das Recht, hier Sturmklingeln bei mir auf der Leitung zu machen. Ich meine, stellt euch mal eine Mietwohnung vor, euer Telefon steht da im Flur und den ganzen Tag bimmelt es da im Flur. Das belästigt ja auch die Nachbarn dann schon zum Teil. Kann nicht sein. Also ich weiß nur, ich habe Sie 5 Mal nur angerufen. Das ist der 6. Mal, Herr Steiner. Ja, stimmt ja nicht. Ich meine, 30 Mal steht ja auf meinem Telefon. Also tatsächlich genau 30 Mal. Und wenn, dann ist das jetzt ja sogar schon der 31. Anruf. Und sie meint, sie hätte ja 5 Mal angerufen und jetzt ist es das 6. Mal. Ja, aber selbst trotzdem innerhalb von 2 Stunden 6 Mal anzurufen, macht die Geschichte nicht besser. Also, auch wenn es ein bisschen weniger wäre, was ja nicht der Fall ist. Es ist ja trotzdem völlig krank, dass man hier die Leute schon mit Sturmklingeln dazu bringt, dass sie endlich an ihr scheiß Telefon gehen. Und wie gesagt, das kann ja auch echt zu Ärger in einem Miethaus führen, wenn den ganzen Tag das Telefon laut durchbimmelt. Ich meine, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber
Ja, könnte ja so sein, ne? Und ihr seid nicht zu Hause, vielleicht im Urlaub, und stellt euch mal vor, 2 Wochen lang klingelt permanent das Telefon. In manchen Wohnblöcken hört man das im ganzen Haus, wenn irgendwo ein Telefon klingelt. Es kann sein, dass sie doppelte Anrufe bekommen haben, aber auf jeden Fall, ich rufe sie zum 6. Mal, Herr Steiner. So, sagen Sie mir bitte erstmal, haben Sie auch in diesem Bereich vielleicht mit Bitcoin oder mit Aktien, haben Sie das schon mal früher gemacht? Nö. Nee. Okay. Das ist auch gar kein Problem, weil 80% von unseren neuen Kunden haben überhaupt keine Erfahrung, ja? 80% der Neukunden haben also keine Erfahrung mit dem, was sie da gerade tun. Tja, sehr bedenkenswert, weil gerade wenn es ums Thema Trading geht, dann sollte man da auf gar keinen Fall ohne Erfahrung mit anfangen. Also selbst mit Unterstützung von einem Broker, also jemanden, der sich damit auskennt. Also, ja, also man, wie gesagt, das ist hochspekulativ, das Geschäft. Und dann so viele Kunden, die gar keine Ahnung von dem Geschäft haben, die da einsteigen. Tja, ich hoffe mal nicht. Sie bekommen von unserer Seite, also deswegen bekommen Sie auch von unserer Seite sicher Unterstützung von dem Broker oder einer Brokerin, Herr Steiner. Der Broker meldet sich bei Ihnen nach der Aktivation des Kontos. Sie werden jetzt Brokergespräche führen, um alle Details zu erklären, wie und was genau getan wird, Herr Steiner. Ja, das heißt, der Broker wird für Sie zuständig sein. Herr Steiner, nehmen Sie bitte erstmal was zu schreiben. Ich sage Ihnen Ihre Zugangsdaten durch. Sie haben ja bei uns ID-Nummer, das heißt Handelskontonummer und Passwort. Ja, ich denke mal, ihr habt es im Hintergrund gehört. Ich habe gerade mal probiert, Ihre Telefonnummer zurückzurufen. Tja, ist wohl nicht erreichbar, die Nummer. Wem die wohl gehört? Aber es scheint Sie auch gar nicht zu interessieren. Ich meine, sie hat ja mitgekriegt, dass da im Hintergrund was tutet und jemand spricht und dass das ein Telefon ist mit einer Rufnummer, die nicht erreichbar ist. Und das Einzige, was sie getan hat, sie schreit quasi fast ins Telefon. Habe ich sowas, ja? Moment. Okay. Ich mach mal den Computer an, Moment. Sie haben, glaube ich, auch, ich schau mal nach, einen Moment. Ja, Sie haben ja die Zugangsdaten per E-Mail bekommen, ja? Von Ella Jakob, das bin ich, Herr Steiner. Keine Ahnung, muss ich erstmal mich einloggen. Ja, schauen Sie mal bitte nach. Wie spät ist denn das gerade überhaupt? Was meinen Sie genau, Herr Steiner? Ja, wie spät es gerade ist. Uhrzeit. Ach so. Ja, 11:23. Wie spät? Jetzt ist gerade 11:23. Ach so. Ja, das mit der Uhrzeit hatten wir ja schon mal. Die Uhrzeit habe ich ihr, oder die Frage nach der Uhrzeit habe ich ihr gestellt, aus dem Grund, weil ich rausfinden wollte, ob sie spontan die richtige Uhrzeit nennt. Das heißt, aus welcher Zeitzone sie eben anruft. Ich meine, gut, das kann man ja vielleicht auch manipulieren, indem man sich darauf vorbereitet und da Uhren hängen hat mit der europäischen Zeit. Ich weiß es nicht, aber zumindest kam die Antwort ja recht schnell. Irgendwo in Europa werden sie dann wohl sitzen. Sie haben ja heute Morgen, glaube ich, um 9:05 oder so ein E-Mail von mir bekommen. Ja, keine Ahnung. Genau, um 9:05 haben Sie ein Mail bekommen. Um die Uhrzeit schlafen ja normale Menschen noch. Ja, aber ich arbeite ab 9 Uhr, Herr Steiner, ja. Das tut mir leid. Kein Problem. So, das ist der Knopf für E-Mail, dann... Ich dachte, Sie sind auf der Arbeit, deswegen. Ja, aber erst in einer halben Stunde. Ach so, okay. Haben Sie einen mitbekommen? Ja, aber es sind ein paar hundert. Okay, oder wir machen so, Herr Steiner. Nehmen Sie was zu schreiben, dann sage ich Ihnen Ihre Zugangsdaten durch einfach. Na, wenn Sie sich jetzt schon die Mühe gemacht haben und das geschickt haben, dann muss ich ja danach suchen. So, okay, dann schauen Sie jetzt auch beim Ordner. Nee, da brauche ich nicht gucken. Um 9 irgendwie so, ne? Genau, 9:05. Ah ja, und dann haben sie mir nochmal eine Nachricht geschrieben um 9:52. Genau.
Ich habe also die um 9.05 Uhr ist mit, sehr geehrter Herr Steiner, Sie haben sich erfolgreich bei uns registriert. Ich habe Ihre persönlichen Kontodaten, ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin Ella Jacobs. Wo kommt denn eigentlich der Name her? Was meinen Sie genau? Na, Ihr Name, das ist doch so ein deutscher Name. Ja, ich wohne auch in Deutschland, Herr Steiner. Ach so, und seit wann? Ich befinde mich in Berlin, ja? Ja, und seit wann wohnen Sie in Deutschland? Sie klingen gar nicht deutsch. Das darf ich Ihnen nicht beantworten, Herr Steiner. Ach so. Das ist Privatsphäre. Das ist ja witzig. Aber Sie wollen von mir doch bestimmt alles wissen. Ja, ein paar Informationen, Herr Steiner, weil Sie haben sich ja registriert. Durch Trading. Ja, aber so läuft es nicht. Wenn Sie Informationen haben wollen, dann müssen Sie auch welche abgeben. Ja, ich kann Ihnen danach die Informationen geben. Das ist ja gar kein Problem, Herr Steiner. Ja, was denn? Gerade war es doch noch ein Problem. Gerade hat sie doch gesagt, sie darf sowas nicht sagen. Was übrigens kompletter Bullshit ist. Warum sollte sie nicht sagen dürfen, wie lange sie schon in Deutschland lebt? Also ich meine, wo sind wir denn hier? Also kann ja natürlich sein, dass man in ihrem Land keine Informationen rausgeben darf, aber ich meine, wenn man sich jetzt hier so unterhält, das ist ja quasi eine Kundengeschäftsbeziehung. Und wenn der Kunde was Privates fragt, dann warum sollte man da jetzt nicht antworten? Ich meine, das gehört doch dazu. Smalltalk und so eine Geschichten. Tja, da ist sie nicht so drin geübt, weil die Kohle ist wohl wichtiger. Aber naja, auf jeden Fall sind es ja alles nur Märchen. Vor allem, warum sollte sie mir denn solche Sachen sagen, nachdem ich meine Daten alle rausgerückt habe? Das ist ja genauso ein Bullshit. Also alles nur Hinhaltungstaktik und von vorne bis hinten alles erstunken und erlogen hier in dem Laden. Mhm. Wir müssen erstmal, es geht ja nicht um mich jetzt, es geht ja um Ihr Handelskonto, Herr Steiner, ja? Wir müssen erstmal Ihr Handelskonto aktivieren. Mhm. So, Herr Steiner, sagen Sie mir erstmal, welches Jahr sind Sie geboren? 1900? Moment, ich muss mir ja erstmal die Fragen aufschreiben, die ich Ihnen stellen wollte. Also, ich bin 1992 geboren. 92? Mhm. Was machen Sie beruflich? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja. Ich bin Pornodarsteller. Okay. So, Herr Steiner, und zwar, Sie haben ja wahrscheinlich auf unsere Werbung angeschaut. Auf die Werbung steht, dass Sie ein symbolisches Handelskonto haben sollten. Der Mindestbetrag ist ja 250 Euro, Herr Steiner. Das zahlen Sie dann erstmal, Ihr Handelskonto zu aktivieren, und der Betrag wird von Ihr Handelskonto gut geschrieben, ja? Und ja. Von unserer Seite bekommen Sie heute noch einen Willkommenbonus in Höhe von 200 Euro, Herr Steiner. Das wird Ihr Kapital insgesamt 450 Euro sein. Ja, der Betrag wird auf Ihr Handelskonto gut geschrieben, Herr Steiner. Wenn ich das Handelskonto verwendet habe, dann werde ich Ihnen einen Termin bei dem Broker oder einer Brokerin vereinbaren, und alle weiteren Informationen bekommen Sie von dem Broker, Herr Steiner, weil der Broker ist auch für diese Arbeit zuständig. Ich bin nur zuständig, das Handelskonto gemeinsam zu aktivieren. Aha. Und auf welcher Webseite ist das Handelskonto? Wäre ja auch mal ganz interessant zu wissen, weil angeblich habe ich mich ja hier angemeldet, was ja nicht der Wahrheit entspricht. Ich wurde ja hier angemeldet. Auf der Plattformseite WardenVC. Da, mhm. So heißt es, unsere Plattformseite. Wann habe ich mich da angemeldet? Wie bitte? Ich frage, wann habe ich mich denn da angemeldet? Sie haben sich ja gestern Abend registriert, Herr Steiner. Auf der Seite? Ja. Nee. Dann wäre die ja hier in meiner Liste auf den registrierten Seiten. Da sind Sie noch gar nicht mit dabei. Was meinen Sie genau, Herr Steiner? Also die Seite kenne ich nicht. Ja, loggen Sie sich dann kurz auf unsere Plattformseite mit Ihren Zugangsdaten. Sie haben da unsere Plattformseite und Ihre Zugangsdaten auch. Ja, warten Sie, dann muss ich mal kurz... Tja, das interessiert die Tante nicht. Ich meine, sie weiß es ja eh schon, dass ich mich da selbst nie registriert habe. Aber tja, ich soll mich halt da einloggen. Na gut, dann machen wir das halt. Sie hat mir ja den ganzen Krempel zugeschickt. Ja, ich warte. Ja, noch einen Tor-Browser starten. So. Und, Sie haben gesagt, Sie sitzen in Berlin. Ja, ich bin gerade in Berlin. Ach so. Und wo genau da?
Das darf ich nicht beantworten, Herr Steiner. Das ist Privatsphäre, ja? Na, ich will ja nicht wissen, wo Sie privat wohnen. Ich will ja wissen, wo Ihre Firma ist. Ja, in Berlin. Ja, und wo genau? Alle weiteren Informationen bekommen Sie von dem Broker, Herr Steiner. Ja, ganz genau. Macht man ja immer so. Ich meine, man zahlt erstmal Geld ein und dann darf man erstmal erfahren, wo die Firma ist. Komplett logisch, ne? Also, ich meine, macht man ja immer so. Also mal ganz im Ernst. Als ob das privat wäre, wenn ich frage, wo die Firma sitzt. Natürlich geht mich das als Kunde was an, wo ich mein Geld einzahle. Das ist sogar eine Pflichtangabe. Ich muss ganz genau wissen, wo die Firma herkommt, wo die Firma sitzt. Und ich habe auch das Recht zu erfahren, woher sie mich anruft. Aber solche Schoten, das darf sie nicht sagen. Das, ja, unfassbar seriös. Also ich weiß nicht, von welcher Firma ihr sonst sowas hört. Sowas hört man eigentlich nur von den Firmen, ja, die irgendwo Dreck am Stecken haben, damit man sie halt eben nicht findet. Ich meine, man hätte sich ja wenigstens eine Fake-Adresse ausdenken können, aber nicht mal dazu hat man sich hier die Mühe gemacht. Da erzählt man einfach so einen Stuss, wie als sie dürfte das nicht sagen. Naja. Weil ich habe auch einen Platz für Sie reserviert. Mhm. Und brauche nicht viel Zeit, Herr Steiner, weil ich habe auch ganz viele Termine, ja? Ja, das macht ja nichts. Aber Sie wollen Herr ja von Steiner, mir Geld haben, dann darf ich doch bestimmt auch mal eine Frage stellen. Wenn Sie einzahlen, Sie zahlen das Geld nicht an mich, ja? Ich nehme das Geld nicht mit nach Hause, sondern es wird auf Ihr Handelskonto gut geschrieben. Mhm. Das können Sie auch alles online sehen und überprüfen und so weiter. Nur die Frage ist jetzt, Herr Steiner, wie möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Mit Visa, Mastercard oder Online-Banking? Na, als erstes erstmal mit ehrlichen Informationen, die ich von Ihnen dazu bekomme. Ja, welche Informationen denn? Na, zum Beispiel, wo Ihre Firma in Deutschland sitzt. Ich muss Sie ja erreichen können. Ich bin in Berlin. Ja, ja, und die Frage war, wo? Ja, ich kann Ihnen das alles per E-Mail zukommen lassen. Na, dann schicken Sie mal. Tja. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass sie das auch getan hat. Natürlich hat sie das nicht getan. Informationen zu dieser Firma habe ich nie erhalten. Auf der Webseite gibt es auch keinerlei Informationen, wo die Firma sitzt, wo die Firma herkommt, was die Firma tut und auch schon gar nicht, wo mein Geld hingeht. Ja, aber das sind doch alles so Pflichtangaben, die ich eigentlich erwarten kann, wenn ich da irgendwo mein Geld einzahle. Das ist sogar Vorschrift, dass ich das weiß, wenn ich es wissen möchte. Ja, aber es interessiert die nicht. Und, naja, ihr merkt ja, Fragen stellen darf man nicht. Geld einzahlen hingegen schon. Wie kann ich mich jetzt hier einloggen auf Herr der Seite? Herr Steiner? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, sind Sie auf unserer Plattformseite? Ja. Okay, da steht dann einloggen. Sehen Sie da ganz oben auf der rechten Seite? Ja, ich bin jetzt auf einer Login-Seite, ja. Okay, also einloggen. Mhm. Einen Moment. So. Dann müssen Sie die E-Mail-Adresse angeben, Ihre E-Mail-Adresse. Mhm. Und Passwort. Mhm. Also Passwort, Sie haben das Passwort auch von mir bekommen per E-Mail. Für irgendeine ID und, ah ja, da genau, da steht was mit Passwort. Ja, nochmal zur Auffrischung. Ganz zu Beginn des Gesprächs hat sie erzählt, dass ich mich da angemeldet habe. Tja, und dann hat sie mir das Passwort erstellt. Genau, so läuft das immer ab, wenn man sich irgendwo selbst irgendwo registriert hat. Dann ruft danach einen Kontoberater an und erstellt euch ein Passwort. Ja, genau. Genau. Oh, warten Sie mal, jetzt gibt es noch ein Aktimel zum Frühstück. So. Nee, das hat nicht funktioniert mit den Login-Daten. Also ich habe die E-Mail-Adresse von mir genommen. Die E-Mail-Adresse, die Sie hinterlegt haben, gerold.steiner@rccfan.de. Mhm. Ja, diese E-Mail-Adresse und Passwort ist ja Anton Dora Konrad Martha J, dann großes M8A1. Mhm, genau. Genau. Aber das ging nicht, das Passwort. Habe ich jetzt was eingegeben? Kann nicht sein. So, einen Moment, ich überprüfe das kurz, Herr Steiner. Ich gebe das mal nochmal ein. Und Sie haben das auch alles mit Unterstrich geschickt. Das
Das ist natürlich auch sehr verwirrend, weil das alles unterstrichen ist. Also ich habe mich jetzt gerade auf Ihr Handelskonto eingeloggt, ja, mit E-Mail-Adresse und Passwort. Warten Sie mal. Ah ja, jetzt geht das. Vielleicht lag das geht am, das jetzt? Ja, ja, vielleicht lag das ja am Internetfenster. Das ist manchmal ja so. So, dann bin ich jetzt da drin in dem Ding, ja? Genau. So, das ist ja Ihr Handelskonto, Herr Steiner. Der Broker wird Ihnen auf diesem Handelskonto alles online zeigen, wie das alles funktioniert und danach, wie viel Sie ja verdient haben und so weiter, Herr Steiner, ja? Seien Sie einfach neugierig. Alle weiteren Informationen bekommen Sie von dem Broker. Der Broker wird für Sie zuständig sein, Herr Steiner. Ich bin zuständig, nur das Handelskonto zu aktivieren. Ach so, also Sie haben jetzt den noch nicht so guten Job. Warum denn? Na, wenn Sie ja immer nur die Konten aktivieren müssen, ist doch langweilig. Ja, aber soll ich denn was anderes machen, Herr Steiner? Na, vielleicht können Sie auch mal sowas mit Broker machen. Sie haben doch eine nette Stimme. Ja, ich kann vielleicht das nach ein paar Jahren machen, aber mein Job reicht mir jetzt, ja? Okay. Wie lange machen Sie das denn eigentlich schon? Ja, seit Jahren. Ach so. Ja, wie lange machen Sie das denn schon? Ja, seit Jahren? Genau. Ich arbeite auch seit Jahren. Höchst intelligent, die Dame. Jetzt wissen wir auch, warum sie den guten Job nicht abbekommen hat. Ja gut, dann, ja, warte mal, dann sagen Sie mal, wo ich jetzt hier draufdrücken muss. Kann man da eigentlich auch mehr als 250 Euro einzahlen oder geht erstmal nicht mehr? Herr Steiner, der Mindestbetrag ist ja 250 Euro, ja? Wenn Sie mehr einzahlen möchten, das können Sie auch natürlich machen, aber das ist ja Ihre Entscheidung, Herr Steiner. Wenn Sie das einzahlen, das wird sofort auf Ihr Handelskonto gut geschrieben. Ja, okay. Das können Sie auch danach selber mit Ihren eigenen Augen überprüfen und so weiter. Ja, na dann gehen wir hier gleich volle Lotte rein in das Ding. Dann mache ich da 2000 draus. Herr Steiner, nur die Frage ist jetzt, wie möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Mit Visa, Mastercard oder Online-Banking? Nur das, was am schnellsten geht, würde ich sagen. Wie bitte? Das, was am schnellsten geht. Ja, möchten Sie mit Online-Banking? Na, wenn das am allerschnellsten ist, dann machen wir das so. Wie Sie möchten, Herr Steiner. Na, was denn das? Womit kann ich sofort anfangen mit Handeln? Über welchen Weg? Wenn wir mit Visa oder Mastercard machen, dann kommt das Geld sofort an. Und mit Online-Banking kommt das Geld so in 2 oder 3 Werktage. Ja, das Maximum 3 Werktage. Das will ich ja nicht. Also Sie haben ja jetzt genau das empfohlen, was ich nicht wollte. Ja, was für eine gute Kontoberaterin. Sie soll mir ja helfen, ich frage sie, was geht am schnellsten, sie sagt Banküberweisung und sagt mir dann im Nachgang, das dauert am längsten. Mensch, höchst intelligent die Dame. Also, ja, hier wird dann auch wieder klar, warum sie nicht den guten Job hat. Den Job, wo man dann so richtig die Leute nachher später betrügen soll. Tja, da hat sie erstmal den Luschi-Fuschi-Job abgekriegt. Okay, müssen Sie dann mit der Mastercard? Ja, nehmen wir die. Mann, dann mache ich mir schnell eine. Okay, Herr Steiner. Wir machen dann alles zusammen. Sie bekommen dann so Benachrichtigungen. Sie müssen das alles selber bestätigen. Ich brauche dann erstmal die 16-stellige Nummer. Die, welche jetzt? Also, macht es Visa oder Mastercard? Na, Sie haben gesagt, ich soll eine Mastercard machen. Dann habe ich die jetzt hier gemacht. Okay, dann geben Sie mir bitte erstmal die 16-stellige Nummer. Es fängt mit 5 an. Mit was fängt die an? Mit 5. Woher wissen Sie denn das? Ja, woher soll ich das wissen? Ich mache diese Arbeit. Na, aber woher wissen Sie denn, dass meine Mastercard mit einer 5 anfängt? Jede Mastercard fängt mit 5 an. Ach, jede Mastercard. Ich dachte, Sie wussten das schon irgendwoher. Das kann ich ja nicht wissen. Ich habe ja nur eine. So, also dann lese ich Ihnen jetzt die 16-stellige Nummer vor, ja? Hallo? Ja. Ja. Ja, ich bin auch da. Ja, also die Mastercard-Nummer ist dann die 55923976905254. 52574. 52574, ja. Okay. Einen Moment. So, dann brauche ich einmal das Ablaufdatum. Das Ablaufdatum? Genau. Das Verfallsdatum von der Karte.
Konnten Sie es denn, ja, weil hier steht Verfallsdatum. Also MDH. Konnten Sie? Herr Steiner, steht da Ablaufdatum, also Gültigkeit? Ne, da steht Verfallsdatum. Okay, und was steht denn da genau? Da steht 05-2027. Okay. Steht da nicht Ablaufdatum? Ne, da steht Verfallsdatum. Einen Moment, ich muss einmal mit der Finanzabteilung überprüfen. Weil da steht ja, da auf der Karte ist ja nur vierstellige Ziffern, ja? Monat und Jahr. Na, bis wann das könnte dann das sein hier mit 05-Schrägstrich und dann 2027. Okay, was steht genau bei Ihnen nochmal bitte? 05-2027 nee, mit einem Schrägstrich. Steht das Ablaufdatum oder was anderes? Nee, da steht Verfallsdatum. Okay, bleiben Sie kurz dran. Tja, ist schon richtig traurig, wenn man den Unterschied zwischen Ablaufdatum und Verfallsdatum nicht kennt. Sagen Sie mir dann Bescheid. Herr Steiner. Ja? Ja, ich habe jetzt einmal mit der Finanzabteilung überprüft, aber das kann nicht sein. Ich brauche erstmal den Ablaufdatum. Sie müssen ein Ablaufdatum auf der Karte haben. Na, ich habe Ihnen doch hier, bei mir steht hier Verfallsdatum und da steht 05-2027. 05-2027? Ja, sage ich ja die ganze Zeit. 05-27. Ja. Okay, dann brauche ich ja mal den CVV-Nummer. Da sind drei stellige Ziffern. Das ist die kleine schräge Nummer, das ist dann die 712. 712. Ja, genau. Okay, dann brauche ich ja mal Postzahladresse und Nummer, bitte. Jetzt wollen Sie ja doch so viel von mir wissen. Herr Steiner, können Sie mal bitte erstmal Ihr Handynummer durchgeben, weil Sie bekommen jetzt, bekommen Sie ein ganz SMS mit sechsstellige Ziffern. Das muss ich einmal in unser System eintragen, Herr Steiner. Können Sie mal bitte einmal Ihre Handynummer geben? Nö, meine Handynummer kriegen Sie nicht. Ja, aber Sie müssen das selber bestätigen, Herr Steiner. Ja, aber ich gebe Ihnen dann nicht meine Telefonnummer. Also vom Handy. Sie müssen doch ein SMS bekommen. Erhalten, Herr Steiner. Sie bekommen ja von uns ein SMS mit sechsstellige Ziffern. Diese sechsstellige Ziffern trage ich ja in das System ein und Sie müssen das auch alle selber bestätigen, Herr Steiner. Ja, aber was meinen Sie denn, wenn Sie als Pornodarsteller Ihre Handynummer rausgeben? Was meinen Sie, was da auf Ihrem Telefon los ist? Das mache ich nicht. Ja, aber das alles wird gelöscht, Herr Steiner, automatisch. Ja, das weiß ich ja nicht. Mit der Nummer können Sie ja noch einen dicken Reibach machen. Das gibt's nicht. Nein. Machen wir nicht, Herr Steiner. Ja, aber Sie sagen mir ja nicht mal, müssen wie lange Sie in Sie Deutschland mir sind. Müssen Sie mir Handynummer geben oder nicht, Herr Steiner? Nee, Handynummer gibt's nicht. Alles klar, dann schönen Tag noch, Herr Steiner. Alles klar, du Betrüger. Ja. Ja, das ging dann am Ende dann doch ziemlich schnell. Habe ich nicht mit gerechnet, weil sie hat sich ja die ganze Zeit mit lauter Blödsinn hinhalten lassen. Ja, aber ganz ehrlich, wozu brauchte die jetzt bitteschön noch meine Handynummer? Die Handynummer, also sie hat es ja auch nicht begründet, nicht so wirklich zumindest. Sie will da irgendwas falsch halten. Ja, aber wenn sie meine Kartendaten da eingibt, dann kriege ich doch eine TAN. Dann muss sie doch nicht meine Handynummer dazu wissen, zu der TAN passend dazu. Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und dann hat sie sich halt selber unseriös gemacht. Tja, aber zum Schluss hat sie das ja dann auch irgendwie scheinbar durchschaut und naja, mit Betrüger hat sie ja auch nichts mehr weiter dazu gesagt und hatte keinen Bock mehr weiter auf das Ganze einzugehen und hat dann einfach aufgelegt. So ist es halt, wenn man nicht an die Kohle kommt. Dann braucht man nicht diskutieren, man braucht auch niemanden aufklären, dass man doch ein seriöses Unternehmen ist. Das spielt dann halt alles keine Rolle mehr. Naja gut, aber wir haben ja gesehen, wie seriös diese Firma ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Vergesst den Abo-Button nicht und die kleine Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Und wenn ihr mögt, dann findet ihr jetzt hier noch das letzte Video von mir und natürlich auch noch die gesamte Playlist zu allen anderen Abzocker-Videos. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!